Hallo zusammen, heute habe ich hier ein IKEA Hemmnisbett. Und zwar dieses Bett habe ich verstärkt, wie ihr hier auch schon auf dem ersten Bild vom Video sehen könnt. Innen habe ich jetzt Latten hineingemacht. Ich habe euch jetzt nicht den ganzen Vorgang gefilmt, was ich da alles gemacht habe. Ich erkläre es euch aber jetzt einfach nur einmal so in Worten, weil ich kann mich schlecht filmen, während ich da am Schrauben bin. Und zwar bei dem IKEA Hemmnisbett ist ein Problem. Also bei allen IKEA-Hemmnisbetten. Und zwar ist es so, dass hier dieses Kopfteil aus diesen mehreren Elementen besteht, wie ihr hier sehen könnt. Und diese Füllungen hier, die gehen hier in der Mitte auseinander bei stärkerer Benutzung. Hier seht ihr, der Schlitz, der ist schon etwas breiter geworden. Und das entsteht dadurch, weil hier in der Mitte, der Mittelstück, das ist aus Metall, den habe ich jetzt hier unter so eine rutschfeste Matte gepackt. Hier könnt ihr sehen, der ist aus Metall. Der hängt hier in einer Aufhängung hier mittig. Die ganze Last von beiden Lattenrosten, die in diesem Bett entsteht, die lastet halt mitten auf diesem Steg. Der Steg hat keine Beine, die habe ich jetzt da hinzugebastelt, wie ihr hier sehen könnt. Ich habe dem hier unten Beine gegeben, den Mittelsteg. Damit die Belastung da nicht so stark ist. Ja, also nochmal dazu. Die Last der beiden Lattenroste geht mittig auf den Mittelsteg und zieht dann hier diese Verbindungen von der Füllung zu diesem, ja, hier zu diesem Mittelteil, zieht es auseinander. Da gibt es auch noch einige andere Videos bei YouTube, wo ihr das richtig sehen könnt, wo das hier unten schon komplett auseinandergegangen ist. Ja, und meine Lösung jetzt dazu war, weil hier dieses Bett, das hat auch schon etwas angefangen, dadurch zu quietschen und zu schiebsen, wenn man sich darauf gesetzt hat, dass ich halt diese Beine an den Mittelsteg gemacht habe, hier diese Latten innen rein, und da auf diese Latten kommt jetzt das Lattenrost, damit die Kraftübertragung nach außen hin etwas besser gewährleistet ist, also nicht das Gewicht von beiden Lattenrosten nur auf der Mitte lastet, sondern es so auch ein bisschen nach außen getragen wird. Ja, und ich habe jetzt hier in die Ecken noch Winkel gesetzt, Metallwinkel, die waren vorher auch nicht da, weil es wird hier nur durch diese Schraube hier, also wird es hier miteinander verbunden. Und hier drinnen stecken dann noch drei Holzdübel, und wenn man die nicht leimt, wenn man die einfach nur so ineinander steckt, dann ist das Bett da an der Stelle total instabil. Und wenn man dann hier dran wackelt, dann wackelt das ganze Teil. Also zumindest, wenn man das Bett länger in Benutzung hat, ganz am Anfang vielleicht nicht. Ja. Und somit habe ich jetzt ein stabiles Bett geschaffen, was IKEA sich eigentlich denken kann, dass dieser Mittelsteg hier totaler Schwachsinn ist, wenn da zwei Personen, sage ich einfach mal, von 100 Kilo drin liegen. Ja, wir haben die zwar nicht, aber das kann ja sein, ne? Das sind 200 Kilo und die drücken alle in der Mitte auf diesen Mittelsteg. Ja, das ist totaler Quatsch irgendwie, das so herzustellen. Und meine Verbesserung hier, denke ich mal, jetzt ist eine gute Lösung, da es halt das Bett länger hält und nicht auseinanderfällt. Ja, und jetzt habe ich mir noch zwei neue Lattenroste gekauft dazu. Das kommt dann im nächsten Video. Habe den Karton schon geöffnet und sehe schon hier, was ich jetzt alles vor mir habe, hier mit zusammenbauen. Ja, und das war es das erste Mal. Die Präsentation von dem Bett, von dem Verstärken, was ich da gemacht habe. Und ich hoffe, wie gesagt, dass es gut hält. Und jetzt mache ich das Video von meinem Lattenrost. Da könnt ihr gleich auch noch reinschauen, wenn ihr wollt. Bis bald und tschüss.